Hallo Leute, hier ist wieder euer Holly Diver und ich befinde mich gerade in der Nähe von der Landschaftsgartenschwagelände. Wir haben schönes Wetter, ist zwar ein bisschen kalt, aber das ist egal. Ich möchte mich noch schnell für einen anderen, für ein Part 2 entschuldigen, wo ich am Schluss gesagt habe, nächstes Jahr wird Part 2 kommen. Fail. Aber egal. Hier ist Part 3. Wie versprochen. Und ja, ich werde ein brandneues Thema anfangen. Nehmen wir mal das Thema Spielesucht. Egal ob es Casino ist, Lotterie oder Videospiele. Wie gesagt, nehmen wir mal jetzt mal Leute, die meinen, dass jedes Spiel süchtig macht. Da kann man sich über diesen Punkt ziemlich gut streiten, weil einerseits gibt es Leute, die haben die Einstellung, ja, der spielt ein Spiel, der kann nur die ganze Zeit von dem Spiel reden. Nichts anderes, der bricht den Kontakt ab zu seinen Freunden, zu seiner Familie. Sagen wir so. Fakt 1, ja, es gibt solche Leute, die zum Beispiel World of Warcraft spielen, so sich in das Spiel reinsetzen, dass sie die Familie vernachlässigen, die Verwandtschaft und die Freunde. Es gibt aber solche Leute, wozu ich nicht zähle, wo ein Spiel spielen können, aber auch noch die Freunde, sprich die Kontakte pflegen kann, die Familie nicht vernachlässigt, spazieren geht, wie ihr seht, und auch Kontakt zu meinen Freunden und Verwandten pflege. Es gibt solche Leute und solche Leute. Wie gesagt, das ist ein Knackpunkt, wo man das sich wirklich streiten kann. Und sagen wir, jetzt gibt es zum Beispiel die Leute, die die ganze Zeit Lotterie spielen, ja, weil man ja irgendwann eine Chance hat, den Lotto-Gewinn zu knacken, ja. Wäre halt schön, ist aber halt nur ein großer Zufall, ob man das gewinnen kann oder nicht. Ich weiß jetzt nicht aktuell, welcher Stand bei der Lotterie ist. Aber ich schätze mir schon ein Batzen Geld. Wer kennt diese Raupe? Wer diese Raupe kennt, bitte in den Kommentaren schreiben, ja? Wie diese Raupe heißt. Ich weiß es, weil ich als Kindergartenkind diese Raupe, beziehungsweise die Geschichte von dieser Raupe, als kleines Büchlein gemacht habe. Mit echten Laubblättern, mit echtem Stroh. Und so weiter. Hat echt Spaß gemacht. Also, wenn ihr es wisst, ab in die Kommentare damit. So. Machen wir mal weiter. Ja, Lotterie ist eine schöne Sache, wenn man Geld gewinnt. Mich würde es freuen, wenn ich Lotterie spielen würde und wenigstens einen 10er gewinnt hätte oder einen 20er. Damit wäre ich schon zufrieden. Oder wenn es per Zufall ist, 1 Million oder wie viel es halt drauf ist. Ja, dann noch die Spielautomatensucht. Ich meine, so schlimm finde ich die gar nicht. Du musst halt, weiß ich nicht, 1 Euro, 2 Euro immer reinschmeißen. Und wenn du Glück hast, kriegst du halt 3 Euro oder 4 Euro wieder draus. Ich weiß nicht, wie das Prinzip ist davon. Aber sagen wir so, ja, wenn man viel gewinnt, kann man weiterspielen. Und man sollte aber auch wissen, wann man aufhört. Das sollte man schon hundertprozentig wissen. Das gleiche wie beim Saufen. Manche wissen es, kennen sie ihre Grenze, wann sie aufhören müssen. Und wenn es zu viel Saufen haben, wissen sie die Grenze gar nicht mehr. Sagen sie ja, ich habe erst 2 Bier, dabei waren es schon 4. Aber ist egal. So. Noch ein anderes Thema, was ich ansprechen möchte, ist,
Ja, welches Thema könnten wir nehmen? Nehmen wir mal das Thema mich. Ich spreche mal mein Thema, mein Alltag. Also wie fängt mein Alltag an? Ich stehe auf, ziehe mich an, gehe auf die Toilette. Nein, ich werde dich nicht nachmachen, Crash-Zocker. Ist zwar witzig zu sagen, ich stehe auf, gehe machen und machen, aber ich sage das nicht. Sagen wir einfach, ich stehe auf, entleere meinen Darm und meine Blase und damit hat sich's. Ja. Und dann, wie gesagt, wie ich mal bestimmt in einem Video, wenn einer aufgepasst hat, gesagt habe, bin ich von der lieben Agentur für Arbeit, bin ich in so einer Maßnahme gesteckt worden, weil die Leute vom Arbeitsamt so verzweifelt sind und so hilflos für mich eine Stelle zu finden, wo für mich geeignet ist. Jetzt werden jetzt viele sagen, ja Simon, du bist jetzt so lange arbeitslos, dann such dir halt irgendwas, Hauptsache du hast einen Job, Hauptsache du hast Geld. Nein, das mache ich garantiert nicht. So verzweifelt bin ich auch nicht. Ich werde mich weiterhin als Gärtner bewerben und was ich halt noch lustig finde und was mir Spaß machen wird. Okay, wie gesagt, bin in diese Maßnahme reingekommen von der Arbeitsagentur aus. Die nennt sich IBB. Aber bitte fragt mich nicht, dass IBB jetzt vollständig heißt. Ich habe gerade keinen Schimmer. Könnt ihr googeln, wenn ihr wollt. So, jetzt bin ich in dieser Maßnahme. Bewerb mich jeden Tag. Also ich soll ja vom Arbeitsamt aus mich in einer Woche zweimal bewerben. Aber versuch mal im Januar was zu finden. Da findet ihr, habt ihr nicht wirklich gute Chancen. Ja, aber ich tu's. Ich habe mich jetzt jede Woche zweimal beworben. Ja. Und was mache ich nach der Maßnahme? Also wie jetzt gesagt, ich gehe jetzt hier spazieren, mache Fotos, filme für euch Videos und ja. Filme für euch Videos und mache Fotos. Wie gesagt, jedes Mal, wenn ich Fotos mache, müsst ihr einfach nur, beziehungsweise werde ich jetzt nochmal freundlicherweise den Link zu meiner Fototour-Gruppe in Facebook verlinken. So heißt sie, Fototour-Freunde. Da könnt ihr euch gern bewerben, könnt ihr eure Fotos reinstellen, wie ihr wollt. So, und was mache ich noch außer Fotos machen und Videos für euch drehen? Ja, wenn ich mal daheim bin, schaue ich mit meinen Eltern Fernseher oder wie gesagt, bin in YouTube tätig, schaue Let's Plays an von Sarazar, Kronk, Pete Smeed, von Crash Zocker natürlich auch. Schöne Grüße von mir an Crash Zocker. Und ja, ansonsten zocke ich ein Online-Spiel zurzeit, beziehungsweise ich suchte es nebenbei. Als Hauptfaktor kommt spazieren gehen, Videos machen, Fotos machen. Dann kommt die Maßnahme, dann kommt Zocken und dann kommt Familie und Freunde. Ja. Und falls ihr wissen wollt, wie das Spiel heißt, das schöne, coole Spiel heißt Tanky Online. Ist ein Panzer-Ego-Shooter-Online-Spiel. Dieses Spiel werde ich auch verlinken, da mache ich quasi schöne Werbung für dieses Spiel. Falls ihr interessiert seid an dem Spiel und spielen tut, mich findet ihr unter dem Namen großes S, Simi, Bindestrich unten Master, also Simi 666, Bindestrich Master,
oder unter Neonemesis666. Das ist mein zweiter neuer Account. Addet mich. Wir spielen zusammen oder gegeneinander, haben eine Menge Spaß dann. Und eins möchte ich voraussagen, ich hasse Camper, ich hasse Spawn-Camper und ich hasse Sniper. Also wenn ihr euch mit mir gut schätzen wollt, nehmt was anderes. Egal, könnt ihr schon nehmen. Ich meine, ist ein Spiel, wenn ich mal verliere und gekillt werde, mein Gott, passiert. So, und was mache ich noch so? Ja, ich zocke konsolenmäßig jetzt gerade nichts Aktuelles. Also vielleicht ein bisschen Minecraft auf der PS3, nicht online, und auf dem Laptop, außer Tanky Online, wird wahrscheinlich auch jeder kennen, ist Starbound. Ist so ein Minenspiel, so ähnlich wie Terraria, Minecraft zusammen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich da... Nee, nicht lieber nicht. Da spiele ich lieber mit einem Kumpel und es passt. Schöne Grüße an SciSci. So, ich weiß jetzt nicht, wie lange noch die Batterie ist oder der Speicher ist. Jedenfalls noch ein ganz kleines Thema zum Crash-Zocker. Ich freue mich echt für dich, dass dein neuer Kanal jetzt so gut läuft. Finde ich echt super. Und ich hoffe, du machst auch weiter so. Wenn du halt jetzt Schule hast, Praktikum oder so, dann mach halt eben solche FAQ-Videos oder ja, mach sowas wie ich jetzt hier gerade. Mich würde es auch interessieren, wie es bei dir ausschaut. Erzähl ein bisschen über deine Stadt, wo du wohnst. Würde mich freuen. Und zum anderen, was Tanky Online angeht, Crash Soccer, streng dich an. Mach weiter, verbessere dich. Weil es macht echt Spaß mit dir zu zocken. Okay, mal wieder zu dir. ja, ich hoffe, du machst auch weiter solche Intros für uns YouTuber. Das macht mich auch ziemlich gut. Ist echt spitze. Ansonsten drücke ich dir noch ganz, ganz fest die Daumen, dass du dein 100 Abos Special Video machen kannst, wenn du 100 Abos hast. Okay, das war jetzt Part 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen runter. Ein Abo wäre schön. Das war's von euren Holy Diver. Bis zum nächsten Mal.